Moin Leute und willkommen bei Rollefix. In diesem Video geht es um die Ölcheck-Anzeige an der Symjet 14 125 Kubik. Erst einmal braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet. Sie sagt nichts über die Menge oder Qualität des Öls aus. Sie leuchtet nur in vorher festgelegten Abständen auf, um euch daran zu erinnern, nach dem Öl zu sehen. Falls ihr euch nicht sicher seid, wie das geht, hier in dem Video zeige ich das. Habt ihr also nach dem Öl gesehen, der Ölstand und die Ölqualität ist in Ordnung, dann kann man die Anzeige auch zurücksetzen. Dafür gehen wir hier an einem Tacho in die Gesamtkilometeranzeige rein. Hier mit der Taste M kann man das umschalten zwischen die gefahrenen Kilometer nach dem Zurücksetzen und Gesamtstrecke. Das heißt, wie viel der Roller insgesamt gelaufen ist. Da gehen wir drauf. Dann gehen wir auf die Taste S und halten die Taste gedrückt. Ungefähr 3 Sekunden. Dann ist die Ölanzeige weg. Diese Ölcheckanzeige wird irgendwann wieder aufleuchten. Da würde ich einfach empfehlen, jedes Mal, wenn sie aufleuchtet, tatsächlich nach dem Öl zu sehen. Wenn das Öl in Ordnung ist, beziehungsweise nach dem Wechsel, nach dem Ölwechsel, nach dem Ölcheck, könnt ihr die Anzeige, wie eben gezeigt, zurücksetzen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren, um weitere Videos und weitere Tipps nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt!